Eine Schranke gegen den Missbrauch von Sozialhilfe durch Armutsmigration. Die will die CSU jetzt EU-Bürgern aus Rumänien und Bulgarien vorsetzen. Man dürfe dabei jedoch nichts verallgemeinern, betont der Münchner CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Uhl. Unser Problem, das wir hier ansprechen mit der Armutsmigration, sind ja nicht diese Fachkräfte, Hochqualifizierte, sondern sind Unqualifizierte, ohne jede deutsche Sprachkenntnisse, teilweise sogar Analphabeten. Für die hat der deutsche Arbeitsmarkt keine Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern hier geht es darum, den Zugang in die Sozialhilfe in Deutschland denen vorzuhalten, die dafür einbezahlt haben. Weil seit dem 1. Januar die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für EU-Bürger aus Rumänien und Bulgarien gilt, kommt nun die klare Ansage von der CSU. Wer betrügt, der fliegt. Schon in der kommenden Woche will die CSU-Landesgruppe auf ihrer Klausurtagung in Kreuth beschließen, schärfere Regeln für Armutszuwanderer zu prüfen, um den Zugriff auf Sozialleistungen zu erschweren. Die SPD im Bayerischen Landtag spricht unterdessen davon, dass mal wieder die rechtspopulistische Karte gezückt werde. 2004 hat die CSU gewarnt vor einem Ansturm der Tschechen und der Ungarn. Damals gab es schon die Freizügigkeit für unsere unmittelbaren Nachbarn. 2011 hat Herr Seehofer dann gefordert, einen Einwanderungsstopp für die Türken und für Menschen aus arabischen Ländern, obwohl er wusste, dass längst der Saldo rückläufig war und dass mehr Türken zurück in die Türkei gehen als zu uns nach Deutschland. Und jetzt sind es die Rumänen und die Bulgaren, die dran glauben müssen. Hans-Peter Uhl argumentiert, dass der Deutsche Städtetag und damit einige SPD-Oberbürgermeister größerer Städte schon vor einem Jahr in einem Positionspapier dringend vor einer zunehmenden Armutsmigration aus Rumänien und Bulgarien gewarnt hätten. Die SPD-Bürgermeister sagen, wir sind überfordert in den Städten. Der Bund hat das Problem geschaffen, indem er zwei Länder wie Bulgarien und Rumänien trotz eines erkennbaren großen Wohlstandsgefälles aufgenommen hat in die EU. Jetzt soll der Bund gegenüber den Städten auch die Probleme lösen, indem er dieses finanziert. Es gibt Probleme in einigen Städten. Ich nenne jetzt mal Gelsenkirchen oder Duisburg. Da gibt es Bereiche, wo sehr viele Menschen plötzlich zugewandert sind, die allerdings keine Sozialleistungen haben, sondern die in Obdachlosenunterkünften untergebracht werden sollen. Und da platzen in manchen Städten tatsächlich diese Obdachlosenunterkünfte aus allen Nähten. Die Debatte um die Armutszuwanderung. Sie sorgt für den ersten Streit in der Großen Koalition. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.